Einen wunderschönen guten Morgen. Heute widmen wir uns erneut einer Laplace-Transformation, und zwar der Laplace-Transformation von e hoch i irgendeines Winkels Theta t. Okay, inwiefern ist das interessant? Naja, hiermit können wir zwei Identitäten auf einen Streich herausfinden. Und zwar, naja, was ist denn das? Also e hoch i Theta t ist ja nichts anderes als der Cosinus von Theta t plus i Sinus von Theta t. Und das ist insofern interessant, weil diese Form des Sinus und Cosinus kommt extrem oft in Differentialgleichungen vor. Und deswegen ist es auch essentiell, diesen Fall zu behandeln. Na gut, dann fangen wir einfach mal an. Schreiben wir es hin, wie immer, was es denn überhaupt ist. Na, es ist das uneigentliche Integral von e hoch i. Moin. Moin, moin. Also fangen wir an. Na, wir schreiben uns wie immer erstmal hin, um was es sich überhaupt handelt. Das ist das uneigentliche Integral von e hoch i Theta t mal e hoch minus s t nach t integriert. Na gut, jetzt können wir laut Potenzregeln wie im vorherigen Video das Ganze einfach zusammenfassen. Also haben wir jetzt das uneigentliche Integral. Na, von was denn eigentlich? E hoch t mal i Theta minus s nach t integriert. Und das können wir mal wieder sehr leicht integrieren, weil jeder sollte wissen, wie eine E-Funktion zu integrieren ist. Wer es nicht weiß, der sollte sich hier in diesen Videos nicht aufhalten. Okay, also was haben wir? Wir haben dann 1 geteilt durch i Theta minus s mal e hoch t i Theta minus s von 0 bis unendlich. Ja gut. Jetzt müssen wir natürlich wieder die Grenzen einsetzen und dann Betrachtungen in Bezug auf die Konvergenz durchführen. Dann führen wir das einfach mal aus, dann haben wir 1 durch i Theta minus s mal das Limes, wenn t gegen unendlich geht, von e hoch t mal i Theta minus s. Genau. Und dann minus, so, minus den hinteren Term. 1 geteilt durch i Theta minus s e hoch t i Theta minus s an der Stelle 0. So, wir können uns erstmal hinschreiben, was wir jetzt schon leicht ausrechnen können. Also wenn wir hier 0 einsetzen, verschwindet dieser e-Term, wird zu einer 1, und wir können das Minus hier hereinziehen. Also was schon mal stehen bleibt, ist irgendwie so ein 1 geteilt durch s minus i Theta. So, jetzt wieder die Betrachtung für den vorderen Term. Naja gut, wenn wir t gegen unendlich laufen lassen, würde es bisher nur divergieren, weil irgendwie wäre es dann e hoch unendlich, was gegen unendlich gehen würde. Das wollen wir nicht. Also muss der Term in der Klammer irgendwie negativ werden. Naja, das bedeutet ja dann wiederum, dass i Theta minus s kleiner als 0 sein muss. So, das Ganze können wir jetzt wieder umformen. Das ist ja dann äquivalent dazu, dass s größer als i Theta sein muss. Und das ist unsere Konvergenzbedingung in diesem Fall. Na gut, soweit so gut. Also verschwindet dieser Term, wird zu 0 für s ist größer i Theta. So, okay. Also ist das jetzt alles, was stehen bleibt für diese Bedingung. Jetzt ist natürlich doof, dass es i noch irgendwie unter dem Bruchstrich ist. Also müssen wir jetzt noch erweitern, um diesen komplexen Bruch irgendwie in eine normale komplexe Zahl umzuwandeln, in der Form von a plus ib. Na gut, dann erweitern wir einfach mal mit dem Komplexkonjugierten. Und das ist ja dann einfach nur s plus i Theta geteilt durch s plus i Theta. So, was haben wir jetzt? Oben bleibt s plus i Theta stehen und unten, das müssen wir noch ausrechnen. Im Normalfall ist es die Norm, aber wir machen es mal kurz schrittweise. Also haben wir jetzt s plus i Theta. Na, was haben wir denn jetzt? Wir haben hier so ein s zum Quadrat und dann haben wir s plus i Theta, also s mal i Theta und dann minus s i Theta. Und hinten haben wir noch, also minus i Theta zum Quadrat, und i zum Quadrat wird ja zu einem positiven Signum, also haben wir jetzt einfach nur Theta zum Quadrat. Okay, dann fallen diese beiden Terme raus und am Ende bleibt noch übrig s plus i Theta geteilt durch s zum Quadrat plus Theta zum Quadrat. Das Ganze können wir jetzt noch aufspalten in eine komplexe Form und somit wissen wir, dass s geteilt durch s zum Quadrat plus Theta zum Quadrat plus i Theta geteilt durch s zum Quadrat plus Theta zum Quadrat für diese Bedingung
die Laplace-Transformierte von e hoch i Theta t ist. So, was ist jetzt noch dazu zu sagen? Also wir sehen jetzt ganz eindeutig, das ist das Schöne an dieser komplexen E-Funktion, wir haben einen Real- und einen Imaginärteil. Und dieser Realteil muss erneut mit dem Cosinus Theta t übereinstimmen und der Imaginärteil muss mit dem Sinus von Theta t übereinstimmen. Also können wir eine Konklusion ziehen, nämlich, dass der Cosinus, also die Laplace-Transformierte, das Cosinus von Theta t, einfach nur s geteilt durch s zum Quadrat plus Theta zum Quadrat ist und die Laplace-Transformierte des Sinus von Theta t, ja, das ist ja einfach nur Theta geteilt durch s zum Quadrat plus Theta zum Quadrat. Und damit sind wir auch schon fertig. Dann bis zum nächsten Video und dann danke ich fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr habt heute auch mal wieder was gelernt. Tschüss!